Servus Leute, ich habe euch mal wieder etwas mitgebracht. Also, beziehungsweise habe ich es mir mitgebracht, um es euch zu zeigen. Nice, nice, Und nice. zwar handelt es sich diesmal, wie man es so offenbar schon an der Verpackung sieht, um ein Messer der Firma Ganzo. Und hier haben wir natürlich auch wieder eine, ja, recht solide Pappverpackung mit dem Ganzo-Logo, was eingestanzt ist und glänzt. Dann haben wir hier nochmal Tools, Nothing is Impossible darunter stehen und hier irgendwelche Schriftzeichen, die ich nicht entziffern kann, aber ich denke mal, das heißt genau dasselbe wie das. Egal. Hier haben wir dann noch eine Menge Zeugs zum Lesen. Hier haben wir nochmal Ganzo. Hier haben wir nochmal dasselbe. Hier haben wir auch die Modellbezeichnung. Es ist das G729OR, also in Orange. Made in China ist mir aber egal, weil das Produkt ist trotzdem gut. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Ja, hier haben wir nichts und wir gucken einfach mal rein. So, was haben wir hier noch mitgeliefert? Wir haben eine schöne Nylon-Tasche mit dem Ganzo-Aufdruck. Ja, und dann haben wir hier nochmal sagenhaft nichts. Und ja, die Verpackung kennt ihr ja schon. Gucken wir uns einfach so mal das Messer an. Wir haben hier nochmal eine schöne Verpackung, damit das Messer auch sicher ankommt. Und so sieht es aus. Es ist ein, naja, wie soll man sagen, eine billige Version vom Spyderco Paramilitary 2. Ich finde es persönlich sehr schön. Es hat schon was. Ich wollte mir jetzt nicht unbedingt ein richtiges Paramilitary holen, weil das würde bei mir sowieso nicht zum Einsatz kommen, weil es dann eher in einem Regal oder in einer Vitrine verstaubt. Naja. So sieht das Ganze aus. Hier ist das im klassischer Spidey Hole. Also in dem Fall Ganzo Hole. Klingt blöd, aber ist so. Und hier haben wir nochmal das Logo. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal die Modellbezeichnung und die Stahlbezeichnung. So, wir finden hier in diesem Falle auch wieder ein Access-Lock vor. Und die Klinge, die fällt wirklich geil. Ich habe an diesem Messer noch nichts gemacht. Ich habe es gerade eben erst ausgepackt. Und schaut euch das mal an. Magic. Ja, also sieht wirklich geil aus. Jo, ich meine, schaut euch das an. Ich meine, ein echtes Spider-Core würde natürlich noch viel krasser aussehen, weil hier die Jimpings, die sind jetzt ein bisschen rund geschliffen, rund gelutscht, sage ich jetzt mal. Und hier sind keine. Und ja, aber ansonsten ist es halt wirklich auch richtig cool. Hier haben wir nochmal einen Pocket Clip, der auch straff gespannt ist. Dann haben wir hier nochmal Abstandhalter. Und hier ist dann nochmal ein Loch fürs Paracord. Und ansonsten haben wir eigentlich hier nichts weiter Auffälliges zu finden. Außer das schöne orange G10. Und ja, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Schnitttest. So, hierfür habe ich gerade mal eben ein normales A4-Blatt geholt, Zeichenblock. Und als ich es abgerissen hatte und das Messer in der Hand hatte, ist hier schon was abgegangen. Also ich denke mal, es ist scharf. Aber wir gucken einfach. Ja, ich muss natürlich auch treffen. Und voilà. Das muss ich mal noch mit anderen Sachen austesten. Ich kann ja vielleicht mal einen Karton zerlegen, wenn ich an einen rankomme. Aber das Messer ist scharf. Wir können es auch noch mal mit normalem Papier versuchen, also mit dem Druckerpapier, was ich sonst immer verwende. Aber das ist so geil, das ist scharf. Das ist mal eins der wenigen, die halt wirklich scharf sind und vielleicht gerade mal 40 € gekostet haben. Also, ich habe schon teurere gehabt, die waren nicht mal ansatzweise so scharf. Das ist richtig geil. Schaut euch das an! Kann ich einmal durchziehen. Bis zur Spitze, alles scharf. Und ja, also ich rutsche hier die ganze Zeit nur nochmal ab, wollte ich euch zeigen, weil hier ist ja diese kleine Mulde drin. Aber die Klinge an sich ist halt richtig scharf, ne? Also, es macht schon Spaß damit zu schneiden. Das hier wäre auf jeden Fall mal was für die Arbeit, wenn es denn legal ist. Weil die Klinge ist jetzt ein bisschen länger als 8 cm. Ich gehe mal von 9 cm aus. Das kann ich ja alles mal noch nachmessen. Soeben. Und ja, das ist eigentlich so der Übergang zu den technischen Daten. So, kommen wir nun mal zu den technischen Daten vom Ganzo G729. Wir haben ein Gewicht von 123 Gramm, haben eine 9 cm lange Klinge aus dem 44er C-Stahl, haben einen 12 cm langen Griff aus orangenen G10 Griffschalen und haben eine Gesamtlänge von 21 cm. Das Messer ist mit einem Access-Lock ausgestattet und das Design ist angelehnt an das Paramilitary 2, was ich vorhin auch schnell erwähnt hatte. Zudem ist die Klinge ein Freefaller, was bedeutet, dass die Klinge ohne Probleme zurück in den Schaft fällt. So, und das war dann auch schon das kleine Review zum Ganzo G729. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und tschüss.